Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Was in einem neuen Helm macht ihr hier in meiner Höhlenwohnung? Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber alle Annahmen über die Gastfreundschaft von Halblingen gelten nicht für mich. Wenn jemand bei mir einbricht, töte ich ihn. Irgendwie riecht es in eurem kleinen Loch nach Kobold. Ich frage mich, woher das kommt. Ich dachte, Halblinge hassen Kobolde. Oh ja, jetzt habt ihr mich ertappt. Ja, ich habe die Kobolde in unsere kritische Stadt gelassen. Es ist nur schade, dass ihr niemandem mehr erzählen könnt, weil ihr sterben werdet. Okay. Ja, euer Leben liegt in meiner Hand. Und wir haben einen Geheimgang entdeckt. Nichts leichter als das. Haben wir ein Tagebuch reintrap. In den Feuerwehrruinen befinden sich Kobolde. Sehr schön. Du bist hier lang. Immerhin, schau dich mal weiter um. Was wollt ihr? Gut. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen... Wenn niemand besser denn ich verschwinde jetzt. Alles steht im Weg rum. Eine Schutzformel und ein Ring. Schutzformel. Ring. Kannst du die identifizieren? Schutzformel gegen Gift. Ja, die hätten wir im Wald gut gebrauchen können. Oh, Edelsteine. Kalet, Edelsteine. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Was ist hier? Oh. Ihr habt, wie ihr wünscht. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Man kann es ja mal versuchen. Ja, so gut wie erledigt. Das ist auch abgeschlossen. Die Arbeit ist schon erledigt. Gefällt mir nicht. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Anführer könnte vielleicht. Geht mal alle aus dem Weg. Lasst die Experte daran. Etwas Gold. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Und was ist hier hinter dem Geheimgang? Ein Oger Markus. Für die Gerechtigkeit. Haha, winzige wollen kämpfen, gut. Wir sind gekommen, um eurer niederträchtigen Tyrannei ein Ende zu setzen. Ihr und eure Lakaien werden Gülikin nicht mehr belästigen. Ihr sollt sterben. Hier werdet ihr keinen Frieden finden, ihr Ogerparasiten. Wenn nicht wir, so wird jemand anderes kommen und euch Einheit gebieten. Können wir nicht eine friedliche Lösung finden? Nein. Eure Tyrannei wird ein Ende finden. Ah, ich bin bereit, Blut zu sehen. Euer Blut. Ihr geht in die Falle, wie alle anderen auch. Nervende Halblinge und Helden landen im Kerker. Aus ihnen ist mehr herauszuholen als aus einfachen Halblingen. Los, wir kämpfen, ihr werdet sterben und ich kriege alles, was ihr habt. Rag. Was immer ihr braucht. Du wirst sterben. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Ja? Was wollt ihr? Das ging etwas leicht. Geisterrüstung. Oh. Und ein Bastardschwert. Geisterrüstung. Kannst du nicht schreiben. Mist. Ist also wertlos. Was? Gut. Okay. Gut. Gut. Das heißt, wir haben gerade eben den Anführer der Kobolde getötet. Beinahe unter meiner Würde. Hier unter Gülikin. Und ein Verräter. Können wir also gleich schon mal dem Kumpel hier Bescheid geben, dass wir uns um sein kleines Problemchen schon gekümmert haben. Jedenfalls, dass wir den Anführer erschlagen haben. Die Kobolde laufen noch frei rum. Nichts leichter als das. Talisa, ich habe gehört, dass ihr die Ruinen der Feuerbeinbrücke von den Kobolden befreit hat. Die werden unser kleines Dorf nicht mehr belästigen. Ich möchte euch zu eurer guten Arbeit Glück wünschen. Alle hier sind überaus dankbar für eure Hilfe. Nehmt dieses Gold als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit. 25 Gold gewonnen. Und er haut jetzt ab. Gut. Ja, Auftraggeber weg. Halblingsmänner und Frauen. Oder bist du auch ein Halblingsmann? Nein, du bist eine Frau. So, das war aber eigentlich nicht alles. Jedenfalls was die Feuerweinbrücke anbelangt. Weil wirklich dort waren wir noch gar nicht.
Wir haben nur einen Geheimgang nach unten in die Feuerweinbrücke gefunden. Nichts leichter als das. So, hier ist wohl die Tempel, der Tempel und die Brauerei. Die Kälterei. Was? Beinahe unter meiner Würde. Oder Winzerei, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? Sehr freundliche Begrüßung. Hä, was ist nun schon wieder? Noch mehr von diesen Rittern ohne Furcht und Tadel, die sich ihre Trachtprügel abholen wollen? Ich nehme mal an, ihr braucht eine Heilkur oder sowas, wodurch wieder gerade gerückt wird. Was ihr euch bei euren letzten Abenteuern verbogen habt. Nur die Ernährerin ernährt und die Ernährerin beschützt. Aber passt hübsch auf, dass in nächster Zeit keines von ihren Werken Schaden nimmt. Ja, ich würde gerne sehen, was ihr anzubieten habt. Heilung, wir können spenden, wir können bei ihm Vorräte kaufen. Na komm, wir sind mal so nett und spenden 50 Goldmünzen. So. Wenn die Forderung aus der Biene noch weiter sinken, enden wir alle im Armenhaus. Na, ihr eigentlich nicht. So, dann heilen wir. Obwohl, das können wir auch selber hochheilen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Denke ich mal. Ah, aber wir wollen erst bei den Keller. Beinahe unter meiner Würde. Denn hier ist auch noch ein Geheimgang. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Es ist schon komisch, dass ein Geheimgang in die Feuerweinbrücke unterm Tempel ist. So, hier sind wir nämlich hier jetzt gelandet. Da oben waren wir zuerst, jetzt sind wir hier. Ist schon mal gut zu wissen, da haben wir zwei Anhaltspunkte. Gut. Zwei Fixpunkte, wie wir hier wieder kurzzeitig rauskommen, wenn wir Heilung brauchen und so. Wenn wir hier wieder rauskommen. Wäre nett. Dankeschön. Denn wenn, dann lernen wir uns der Feuerweinbrücke durch den Haupteingang. Nichts leichter als das. Und erkunden sie von vorne bis hinten. Räuchern die Kobolde aus, treiben sie aus ihren Verstecken. Und wenn sie ins Halbslingsdorf kommen, vereinzelte, dann werden sie hoffentlich von der dortigen Wache niedergemacht. So, Dünner hier nicht besaufen. Ja, nichts leichter als das. Wir suchen jetzt unseren Weg zur Feuerweinbrücke. So. Hallo, Feuerweinbrücke. Nichts leichter als das. Und Zombies. Jo. 900 Erfahrungspunkte nur noch. Da bringen die Zombies leider nicht gerade viel. Außer, dass wir sie alle einfach mal wegnatzen. So. Wie sieht es eigentlich mit der Erfahrung der anderen so aus? Bum, bum, bum. 7000. 1000. 2000 minus 200. 20.000 minus 200. Ja, 175.000. 17.500 noch. 175.000. Nein. Du brauchst noch 100. 1500 plus 4500. Da sagen wir jetzt mal 3000 erstmal für das Level aber auf den Kämpfer. Du brauchst noch 12.500 sagen wir mal. Du brauchst noch 13.500. Ah ja, Blödsinn, du brauchst noch 3.500, so. Das heißt, sie hat bald als nächstes ihr Level ab wieder mal. Erstes. Was wollt ihr?
beinahe unter meiner Würde. Ja, Hira kommt ja auch nicht zuvor. So, hier wäre die Brücke. Und man sieht schon, es ist eine ziemlich breite Brücke. Sogar mit Ruinen und allem und Kakteen. Hey, ja. Weil ich glaube, runter können wir nur von der anderen Seite. Also unter die Brücke hier dorthin. Jo. Gucken wir uns erstmal noch die Ecke hier oben an. Bevor wir da lang gehen. Vielleicht geht es nämlich dort auch schon unter die Brücke. Oh, da steht auf jeden Fall jemand. Bentan. Wer bist denn du? Hallo, mein Freund. Hey, da, ich bin Bentan, frommer Diener des großen gebrochenen Heimaters. Folgt ihr dem Wegen des weinenden Gottes? Warum sollten wir so langweiligen und sinnlosen Gott folgen? Nein, niemand von uns verehrt den Martha. Ja, einige von uns beten täglich zum alles Erduldenden. Natürlich nicht einer von uns dächte daran, einen anderen Gott als dem großen Martha zu verehren. Nun ja, Talisa ist eine Anhängerin Helms geworden. Imoen betet sowieso wahrscheinlich jeden Gott an. Oder gar keinen. Dyna hier ist eine Hexe. Die glaubt, die betet keine Götter an, denke ich mal. Oder halt Raschemen-Göttinnen. Götter. Yahira betet wahrscheinlich entweder den Gott der Natur oder die Göttin der Tiere oder so an, also Sylvanus oder Mileki oder wie sie nochmal heißt. Und Minsk wird wahrscheinlich genauso sein wie Dyna hier. Und Khalid wahrscheinlich wie Yahira. Also nein, niemand von uns betet den Matan. Keiner von euch verehrt also den Matan. Und dann werden wir das gleich ändern müssen. Hört gut zu. Ich erzähle euch von den Wundern, die auf euch warten, wenn ihr jemals das Glauben annehmt. Nun, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist Imata der Gott des Leidens. Die meisten Menschen stellen sich sofort darunter ein Leiden vor, das man selbst ertragen muss. Aber glaubt mir, die Geschichten, die ihr gehört habt, sind wahrscheinlich wild und unrealistisch. Am Ende kommt das Leiden in Dienste Imatas, aber seht. Dies ist das schönste aller Gefühle und eröffnet euren Augen für die Weisheit. Wer mein Dienst in Matas gelitten hat, wird seine Augen niemals mehr vor den Übeln der Welt gegenüber geöffnet haben. Übel wie Habsucht, Gier, Lust und Einsichtigkeit und vor allem Magie. Unter Magie meine ich nicht die heilige Kraft, die in Matas spendet, sondern die bösen Mächte der Zauberer. Da klingt Dyna hier ein bisschen gereizt drüber, aber wir sagen mal, sprecht weiter. Um ein Hänger zu Matas werden, braucht ihr euch einzig eurer weltlichen Besitztümer zu entledigen. Ihr werdet die Welt durchwandern und an anderer Stadt leiden. Ihr werdet das Wort weitertragen, wie ich euch das Wort weitergetragen habe. Nun, was denkt ihr? Werdet ihr euch eure Besitztümer entledigen und die Matter folgen? Klar doch, wir entledigen uns alle unsere Besitztümer. Jetzt sofort sind wir die Matter treu ergeben. Ich bin so froh, ihr habt die wichtigste Entscheidung des Lebens getroffen. Ach, könnte ich euch doch nur auf eure zukünftigen Reisen begleiten. Es hat sich nichts geändert, oder? Nein? Alles gut. Alles einwandfrei. Gott sei Dank. Feuerweinbrücke. Und ja, dieses Schild ist gerade passend dazu, einen Cut zu machen. Also stellt euch mal bitte alle auf. Und ja, dann gucken wir bei der nächsten Folge hier erstmal lang, was hier ist. Und gehen dann über die Brücke. Oh. Komm, den Fitzel decken wir noch auf, schnell. Genau, das dauert ein paar Sekunden. Und wir sind fertig. Also. Dann speichern wir mal wieder. Spiel speichern. LP 024. Speichern.
Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.